Kurzfilm. Energie. Wir brauchen Energie. Aber welche Energie ist die beste für uns, für unsere Umwelt? Manche traditionelle Energien verschmutzen die Umwelt. Kohle und Öl zum Beispiel. Es gibt auch Alternativenergien. Sie verschmutzen die Umwelt nicht, aber sie können manchmal teuer sein. Deshalb sollen wir Energie sparen, so viel wir können. Wie spart man Energie der Umwelt zuliebe? Clay, was machst du, um Energie zu sparen? Der Umwelt zuliebe. Ich? Ja, du. Ich benutze das Auto immer weniger und das Fahrrad immer mehr. Wenn man weniger Auto fährt und mehr mit dem Fahrrad fährt, verbraucht man weniger Energie. Man spart Energie und dazu Geld. Das ist gut für die Umwelt. Hey, was machst du, um Energie zu sparen? Ich werfe Altpapier in die Recyclingtonne. Ach so. Wenn man Altpapier recycelt, verbraucht man weniger Energie. Dazu hat man weniger Müll. Das ist gut für die Umwelt. Was machst du, um Energie zu sparen? Ich sortiere meinen Abfall und ich recycle. Ach so. Nach Farbe oder nach Größe? Nach Farbe und Größe. Wenn man Abfall sortiert und recycelt, verbraucht man weniger Energie. Außerdem hat man weniger Müll. Das ist gut für die Umwelt. Oh, was machst du, um Energie zu sparen? Ich mache das Licht aus. Du machst das Licht aus. Ja, ich mache das Licht aus, um Energie zu sparen. Wenn man das Licht ausmacht, spart man Energie und man spart Geld dazu. Das ist gut für die Umwelt. Und was machst du, um Energie zu sparen? Ich benutze mehr Pfandflaschen und benutze weniger Einwegflaschen. Wenn man mehr Pfandflaschen benutzt und weniger Einwegflaschen, spart man Energie. Dazu hat man weniger Müll. Das ist gut für die Umwelt.